Don Summers. Und Schatzfundorte und Himmelsschreien. Super. Meine Sinne gehören dir. Schon wieder ein Panzerbrecher, ist ein Wahnsinn. Next. Aber ich kennt noch wieder überall sein, die Dinger. Das ist ja wieder das Dickste. Das kann schon wieder überall sein. Der Wahnsinn. Aber gehen wir jetzt einmal auf, weil ich hab so das Gefühl, dass ich vielleicht das meiste hier in dem Bereich finden könnte. Sagen wir mal könnte. Und Nebenquest. Perfekt. Ja, geh mal gleich mal eine Nebenquest an, das wäre super. Weil da komme ich wenigstens auch mal zu Bereichen, wo ich vielleicht vorher noch nicht war. Das wäre echt super. Also ich habe mir gedacht, da gibt es jetzt eine Kiste. Aber warte mal ab. Aha. Da komme ich sogar noch weiter auf. Was ist da los da oben? Ha? Wieder. Da ganz, ganz oben kann es aber auch sehr interessant werden. Dementsprechend hau ich auf. Let's go. Wer weiß, was da wieder ist? Die nächste Kiste. So sieht's aus. Na doch, kommt, dass ich da komplett aufgekommen kann. Das wär's. Das wär echt geil gewesen, aber die Nebenquest ist jetzt wichtiger. Auf jeden Fall. Die Nebenquest ist jetzt definitiv wichtiger. Oh, ein neues Gesicht. Ist die Brücke also repariert? Nein, noch nicht. Ich bin auf anderen Wegen hergekommen. Was macht ihr hier? Ich bin schon eine Weile mit meinen Kollegen hier, um das Gelände zu erkunden und nach Hinweisen auf die Geschichte zu suchen. Sie sind in den Keller hinabgestiegen, um zu sehen, was sie dort finden können. Da die Brücken im Moment nicht begehbar sind, haben wir alle schon Zeit der Welt, um zu lesen. Du scheinst ziemlich fähig zu sein. Ich bin sicher, dass es hier wertvolle Aufzeichnungen gibt. Bitte durchsuche die Festung nach Überresten der Ritter. Notizen, Briefe, Gegenstände, alles von historischem Wert. Wenn du mir die bringst, gebe ich dir etwas ganz Besonderes. Wir haben eine alte, verstaubte Rüstung gefunden, die dir passen könnte. Das könnte geil werden. Ich werde euch helfen. Habt ihr eine Idee, wo ich suchen soll? Sieh dich hier um und vergiss nicht, auf die Türme zu klettern. Vielleicht gibt es auch etwas auf dem Friedhof. Friedhof also? Na, wie schauen jetzt mal da gerade aus? Beziehungsweise anscheinend ist die Kiste auch sehr, sehr wichtig und die Kiste da drüben. Aha. Wird mir schon mal wenigstens was angezeigt, nur immerhin. Ist ja schon mal was. Jetzt hätte ich die Frage, ob das... Ja, da ist jetzt mal nichts. Das ist nur einmal der Bereich. Haha. Ist aber nicht das Richtige, gell? Ansatzweise. So, jetzt müssen wir wieder den Bereich studieren. Den Bereich müssen wir wieder studieren. Aber ich glaube, ich hab's schon. Ich glaube, ich schaut sehr, sehr gut aus. Nein, noch immer nicht das Richtige. Huh. Dieses. Aha! Wie schaut's damit aus? Nein, es nimmt man nicht. Oh, Alter! Die Kisten kann echt überall sein, gell? Wollte ich nur mal kurz dazu erwähnen. Deine Augen sind jetzt. Alter, ich schwitz mir da ans Auge, Alter. Mir rennt die Suppen heute. Was ist los? Alter, bin ich im Fitnessstudio oder was? Das ist ein Wahnsinn, Alter. Schweißperlen des Todes. Schweißperlen des Todes. Ich hoffe, man sieht's. Bist du deppert? Boah. Bist du narrisch da draußen? Muss ja backen worden sein. Havidering. Havidering. Boah. Er muss irgendwie schauen, dass ich wieder aufkomme. Das ist das Problem. Aha. Aha. Achso, das ist ja das. Da waren wir ja schon brav. Da waren wir ja schon definitiv brav. Muss nur irgendwie schauen, dass ich da wieder aufbekomme. Und wenn ich da nicht aufbekomme, dann kann ich sowieso gleich scheiße gehen. Hm. Ah, ich glaube, das ist schon mal
Ah, Alter, die Treppen ist eh da gleich um die Ecken, Alter. Fick dich. Fick dich, Alter. Treppen ist eh gleich um die Ecken, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Na, vielleicht muss ich weiter nach oben. Ich glaube, das war schon. Ich glaube, das war schon das, was wir jetzt gesucht haben. Mal abwarten. Schauen wir noch ein bisschen. Schauen wir noch. Vielleicht würde er noch irgend so unbedingt einen Gegenstand finden, oder irgendwas finden. Aber wir haben eh schon 1 von 5. Ist halt wieder die Frage, ob der dann noch weggeht. Das ist dann wieder das nächste. Muss ich nichts hassen, was? Muss ich nicht hassen, dass du überhaupt weggehst. Der Bereich. Jetzt bin ich aber gespannt. So, da drüben haben wir jetzt einmal was. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Da unten hätte ich gleich das Snake. Wenn es mitnimmt. Wenn er es mitnimmt. Da unten hätte ich gleich das nächste. Wie es auch erwähnt hat mit dem Friedhof. Das war mir echt nicht schlecht. Mach da einfach mal auf Staubsauger. Mach dir einfach mal auf Staubsauger, Junge. Ah, oh, Wahnsinn, Alter. Oh, wirklich ein Wahnsinn. Mach einfach auf Staubsauger. Nimm es. Wurden anscheinend lebendig verbrannt. Ah, du könntest eigentlich quasi sagen, wenn er mit uns redet, dann war es ganz genau gepasst. Aha, okay. Bereich ist schon weg. Bereich ist schon weg. Kann schon scheißen gehen im Prinzip. Gibt es dann wieder nur andere Sachen. Hoppala. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass da wieder was gibt. Ich hab's gewusst. Ist eh wieder das, was ich wieder kaputt machen muss. Ja, passt, ist eh, wo ich da so 2 von 3 Dinger da erledigen muss. Ja, das passt dann eh, das ist dann eh super. Hau ich auf, hau ich gleich über die Häuser. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Über die Häuser. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir eh keinen Stress mit dem Hihorn. Oh, sehr schön. Ah, oh, wieder 3 von 3, wichtig und richtig. Würde es mir aber auch wieder interessieren, wie viele Bereiche wir da haben, gell? Wie viele es da mal wieder geben könnte. Aber aussichtspunkttechnisch, oder, bin ich da ein bisschen sehr, sehr schwach benannt. Lass uns schon sagen. Finden, was du suchst. Muss ich echt schon sagen. Aussichtspunktmäßig bin ich echt schwach benannt. Ja, gerade hier erwarte ich mir schon was vom Aussichtspunkt. Gerade hier. Aufpassen, Bulle. Aufpassen, aber, Alter. Es kann aber auch sein, dass es ganz, ganz unten auch wieder was gibt, gell? Dass ich da oben muss, nicht laufen. Aber wenn man schon das anzeigt, wird das, dass da oben was ist. Na, so sind wir nicht besser, aber dann bin ich halt natürlich auch in dem Bereich. Eh klar. Dann denke ich auch, dass es da was gibt, in dem Bereich. Die Ritter von Bastengar. Ja, sie waren hier. Sie wurden verschleppt und angeklagt. Getötet. Aber einige von ihnen haben überlebt. Gerade so. Aber sie haben es geschafft. Und es sieht so aus, als hätten sie fliehen können. Ich muss aber trotzdem sagen, echt gut versteckt. Das Sahne-Ding. Oder ist es wirklich da irgendwo oben? Entweder oder. Ich finde, das haben sie echt gut versteckt. Aber wir haben eh so viel schon gefunden. Wir haben echt, echt viel in dem Bereich gefunden. Trotzdem lässt das nicht zählen. Muss ich mitnehmen. Einmal das und einmal das da unten. Ist ja wurscht. Vielleicht gehört es eh dazu. Nicht wahrscheinlich, aber was denn? Sicher, 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 sicher. Dass da mal das, dass da mal das Artefakt besser ist, besser ist. Ich hätte gesagt, ich schaue einfach oberhalb. Ich schaue dann beinahe oberhalb. Dann noch ein bisschen herum.
Weil sonst ist das Ding echt schwer zu finden. Und weil vielleicht kann man es auch oben besser finden. Das ist ja das. Hast einen besseren Überblick auf das Ganze da. Viel, viel besseren Überblick. Man könnte es zum Beispiel wieder irgendwas Leichten sehen oder irgendwas in der Richtung. Du sagst so, oh, da ist ja noch was. Ja, schon echt, echt clean aus der Bereich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Da war ich schon echt fleißig. Da war ich schon echt nicht fleißig. Aber ich war anscheinend noch nicht fleißig genug. Ich muss da verleihen. Er ist lustig, oder? Er scheißt sich was. Er scheißt mir was. Das glaube ich ja. Er scheißt mir was. Ich muss da aufhören und der lacht mich aus. Ganz, ganz einfach. Komisch was. Sie hatten Überzeugungen. Sie standen für etwas ein. Es war ihr Untergang. Sieh dich um. Das hier waren ihre Hallen. Von ihrer Pracht ist nichts mehr übrig. Schon so, so oft vom Bike laufen. Sie konnten es nicht mitnehmen. Echt komisch. In diesem Tagebuch sind die Gedanken eines Mannes festgehalten, der zurückblieb, um seiner Familie die Flucht zu ermöglichen. All diese Notizen, Erinnerungsstücke. Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Lass uns zu diesem Forscher zurückkehren. Echt, echt komisch. Das ist mir schon klar, dass der Forscher froh ist, gell? Also, habt ihr doch irgendwas verpasst, hä? Ich spüre oder ich habe anscheinend irgendwas verpasst. Hast du gefunden, wonach ich suche? Ja, es gab alte Dokumente, in denen steht, was hier passiert ist. Sie berichten von der Säuberung und dem alten Königreich. Ich habe auch dieses alte Wappen auf einer Leiche auf dem Friedhof gefunden. Faszinierend. Ein wunderbarer Blick in die Geschichte, der uns hier gewährt wird. Ich kann es kaum erwarten, genauer nachzuforschen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Hier, diese Rüstung ist alt, aber in gutem Zustand. Du hast sie dir verdient. Jetzt bin ich aber gespannt. Zeig mal hier. Dafür ist die offensive Erholung. Wenn es vielleicht aufgewertet ist, schaut es gleich wieder ganz, ganz anders aus. Er schaut's dann wenigstens ganz, ganz anders aus. Passt! Zeig einmal her, kartentechnisch. Was fehlen uns noch? Sonst? Schatzfundorte, okay. Und Aussichtspunkt. Sonst? Sonst hätten wir's eigentlich. Weißt du was, ich fahr mal wieder so zu einem Aussichtspunkt, ganz ehrlich. Ich fahr da mal wieder zu so einem Haverer vorbei. Wichtig und richtig. Allein schon auch wegen dieser sogenannten Schätze und alles. Nein, das ist doch vielleicht aus. Sei Kind, meiner Meinung nach.